frisch von der Leber weg. Am Anfang war es ja nicht so leicht, neben dem Priester die pastoralen Laienberufe zu etablieren, möchte ich mal sagen. Und das ist in dieser Zeit, denke ich, ganz gut gelungen. Als Kardinal Kasper nach Rom berufen wurde, damals Bischof Kasper, und dann wurde er dann Kardinal. Und ich bin dann zum Diözesanadministrator gewählt worden vom Domkapitel und habe die Diözese 15 Monate kommissarisch geleitet. Es war damals auch gerade eine schwierige Zeit im Blick auf die schwangeren Konfliktberatung. Wir hatten da in der Diözese ja die gute Praxis, dass unsere Beratungsstellen den Schein ausgestellt haben, den Beratungsschein, und dass das dann vom damaligen Papst Johannes Paul II. Und von Rom untersagt worden ist. Und diese spannungsreiche Zeit, die habe ich noch lebhaft in Erinnerung. Kasper hat die Barmherzigkeit Gottes ganz stark hervorgehoben, also dass Gott der Gütige, Barmherzige ist, nicht nur der Gerechte oder der ganz Heilige, sondern der Barmherzige, also uns Menschen zugewandte, in Liebe zugewandte Gott ist. Mich beeindruckt die Spiritualität der jungen Studierenden. Ich meine, wir sind da stärker, mal vielleicht vom Kopf her, also direkt in die Theologie hineingegangen. Heute haben die meisten bei sich selber schon Schritte getan, dass sie dann überhaupt zur Theologie kommen. Da hat sich was verändert. Ob die Gesänge natürlich heute dem entsprechen, was Jugendliche gerne hören oder singen, das wage ich trotzdem zu bezweifeln. Die Musikszene heute ist ja so disparat, aber auch so, man schon auch weit weg von dem, wie man im Gottesdienst singt. Also das darf man nicht einfach übersehen, das ist so. Ich mache es gerne, das sage ich gleich frisch von der Leber weg. Was besonders schön ist, ist, dass ich in den Gemeinden immer noch, das noch möchte ich einklammern, wunderbare Menschen treffe, die in der Kirche mitarbeiten. Gerade wenn ich dann als Bischof, als Weihbischof, einen Gottesdienst feiere mit einer Gemeinde, ein Fest mit der Gemeinde mitfeiere. Also es gibt ja Kirchenjubiläen, es gibt Weihen. Da ist es so schön, wenn ich nachher Menschen begegne, die mir sagen, dass sie gerne in der Kirche sind, dass sie gerne mitarbeiten. Gott sei Dank gibt es noch viele Menschen, die mitmachen. Und denen zu danken, die zu bestärken, wertzuschätzen, das ist eine der Aufgaben, die ein Weihbischof hat. Und das mache ich gern.